Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Podcast Identitätskrise. Heute ist der 25. November 2022, ist ein Freitag, so sagt mir alles der Kalender. Es ist sehr früh, es ist hier in Urdu, in Shangela sehr früh. Das hat den Grund, wie gesagt, der Grund, warum ich eben dieses Podcast so früh aufzeichnen muss, ist wegen dem Lärm, der hier zu Mittag oder später auch in der Früh sehr laut wird und eigentlich diese Podcast-Aufnahme unmöglich macht, dieser ganze Zwischenlärm. Heute werde ich wieder weitermachen mit meinen Erinnerungen, mit diesen Erinnerungsfetzen, die mich nicht in Ruhe lassen, die mich Tag aus belästigen, die für mich so eine Art Leben geworden sind, ja, in der Vergangenheit leben. Ja. Das ist, naja, Leben oder wirklich Leben kann man so etwas sowieso nicht nennen. Also wenn man jedes Mal von Albträumen geplagt wird. Aber das Nächste, also wir waren da noch immer in St. Georgen. St. Georgen, wo ich eben Geschlechtsverkehr mit den Lehrerinnen hatte. Mit zwei kann ich mich erinnern. Es waren mehr, aber an die anderen kann ich mich nicht mehr erinnern. Also ich weiß nicht, das ist, wie gesagt, man kann da nicht alles wieder erinnern. Nicht alles kommt wieder in deine Erinnerung zurück. Es kommt dann zu Verzerrungen, das muss man auch sagen. Also wenn man sich dann erinnert, nachdem man eben unter dem Einfluss dieser Droge war, die einem die ganzen Gedächtnisse auslöscht, ist es immer sehr schwierig, das alles zu rekonstruieren und es ist ja mühsam und es kommt da mal oft auch zu Fehlkonstruktionen, wo man diese Puzzle falsch auch zusammenfügt und ja, das geschieht auch. Es ist eben mühsam. Es ist eine mühsame Prozedur, die auch wirklich zermürbend ist, die Jahre dauert, Jahre deines Lebens eigentlich auffrisst. Und wie gesagt, da in St. Georgen, da ist es eben zu diesem Ding gekommen, die haben mich zu Hause attackiert. Wie gesagt, es kann auch genauso an der Bruck, an der Großglocknerstraße gewesen sein. Damals, als ich in die Hauptschule ging, da ist auch was vorgefallen. Es ist eigentlich immer und überall was vorgefallen. Und daher, da hat man mich, glaube ich, auch nach Hause gejagt. Da sind auch Leute mit dem Auto mir nachgefahren, wollten mich überfahren, wollten mich töten. Wie, also seit jeher, seit meiner Kindheit an wollen mich Leute töten bis zum heutigen Tag, aber ich versucht mich jeder immer umzubringen, versucht mich jeder zu verletzen und dergleichen. Und eine Erinnerung, die ich eben nur schwer noch zusammenfügen oder hineinfügen kann, ist eben eine Erinnerung, wo ich glaube, in die Schule, das war in St. Georgen, wo in die Schule die Feuerwehr gekommen ist. Diese Feuerwehr, es hat eine Feuerwehrübung gegeben, oder es war keine Übung, es hat am Anfang auch so ausgehen, als ob da wirklich Brand sei. Und da ist eben die Feuerwehr hineingekommen und das Einzige, was ich erinnern kann, ist dieses chemische Gas, das sie verwendet haben oder mir gegenüber verwendet haben. Die anderen Mitschüler, die waren da irgendwie weg, ich war alleine. Und ich war eben dann unter Einfluss dieses chemischen Gases, dieses chemische Gas, das wird bis zum heutigen Tage noch verwendet. Also was ist das für ein Gas? Ich weiß es nicht, wie es heißt, aber dieses Gas löst Folgendes aus. Also wenn du dieses Gas einatmest, wird deine Zunge geschwollen, es wird auch blaulich. Du hast Probleme mit der Atmung, die wird schwindlig, dein Mund oder aus deinem Mund kommt sehr, sehr viel Saba. Also du kannst irgendwie nicht mehr diese schlucken, richtig schlucken. Aus deinem Mund kommt Saba,
Und du hast auch manchmal das Gefühl zu ertrinken. Also, dieses Gas, das wirkt sehr heftig. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was das Gas ist, also, oder warum, warum ist schon klar, die wollen dich einfach beseitigen, aber wie diese Leute zu diesem Gas gekommen sind, was für ein Gas es ist, ich weiß nicht. Ich weiß nur eines, das wurde später in meinem Leben mehrmals verwendet. Auch meine Mama war einmal Opfer dieses Gases geworden. Also, das war damals in der Berglandstraße, dort, wo wir da gelebt haben, die haben dieses Gas auch dort verwendet, in der Wohnung verwendet. Und wie gesagt, wenn du dieses Gas, wenn deine Zunge dann einmal geschwollen ist, bläulich angelaufen ist, du kannst dann kein Wasser mehr trinken. Mehr. Naja, du kannst es schon trinken, aber es ist dann extrem schmerzhaft. Du kannst dann auch nichts richtig essen, weil du brauchst fürs Essen deine Zunge oder du musst deine Zunge bewegen. Deine Zunge wird dann extrem schmerzempfindlich. Ja. Also da jede Berührung, jede Flüssigkeit, die du dann zu dir nimmst, das tut einfach nur weh, das brennt ungemein. Was dann ist, dann wirklich eben diese Nahrungsaufnahme, die Nahrungsaufnahme sehr, sehr schwierig macht. Dieses Gas ist sehr heftig und dieses Gas hat man ja auch in Wien dann verwendet. In Wien bei diesem Studentenheim, was ich da gewohnt habe, was in Wirklichkeit kein Studentenheim ist, was wieder so eine Betrügerei ist, was sehr oft da geschieht, eben da hat man das auch verwendet. Da sind auch andere Leute Opfer dieses Gases geworden, also diese chemische Substanz, ich weiß nicht, was es ist. Und an das erinnere ich mich noch, das ist noch geschehen, aber ich weiß da nicht mehr viel. Also ich weiß nicht mehr, vielleicht hängt das dann zusammen, dass ich eben da auf einem Feld aufgewacht bin, dort neben der Schule aufgewacht bin, mit Benzin übergossen worden war. Wer das alles gemacht hat, weiß ich alles nicht. Aber das ist eben eine Erinnerung, was danach geschehen ist, weißt du, das reißt dann alles immer wieder ab, wie gesagt, wo du auch nicht weißt, hast du da jemanden darüber erzählt und dergleichen. Also es ist sehr schnell reißt du alles immer ab. Und das dann alles zusammenfügen, was ist wann geschehen, das ist dann das Schwierigste irgendwie. Das ist auch das, was es teilweise auch irgendwie mühsam macht, oder? Hoffnungslos irgendwie. Ich habe das auch immer wieder gesagt, das ist das, worauf diese Pädophilen und Vergewaltiger aufbauen, dass du, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, du eigentlich nicht wirklich das zu Wort geben kannst oder nicht wirklich etwas sagen kannst. Also ein guter Anwalt, der redet dir das alles weg. Oder naja, nicht mal ein guter, ein mittelmäßiger Anwalt. Und das macht die Sache irgendwie so erschöpfend irgendwie. Und auch wenn ich nur bedenke, wie Amnesty International sich über mich lustig gemacht hat, als ich da gesagt habe, ja, ich werde ohne irgendwelche Anklage einfach so ins Gefängnis geworfen nach Lust und Laune. Ja, also da weißt du auch, in Österreich hast du da nicht viel zu hoffen. Und es ist eben schade. Es ist fürchterlich. Und es ist schade, dass so viele Menschen, so viele junge Menschen, Kinder so viel Leid ertragen mussten und dass es nicht möglich ist, das in Österreich zu beenden. Also ich weiß nicht, vielleicht geschieht es heute noch. Vielleicht in diesem Augenblick, naja, es ist erst 3 Uhr in der Früh oder 3:30 Uhr. Vielleicht leiden auch hier jetzt Menschen, Kinder. Und Österreich ist irgendwie ein schrecklicher Ort zum Leben. Ich habe das auch davor gesagt und ich wiederhole das auch immer wieder. Also diese ganze falsche Propaganda, dass Österreich ein lebenswertes Land ist, das stimmt einfach nicht. Das ist eine Lüge. Diese falsche Propaganda, das stimmt einfach nicht. Vor allem von einer Migrantenperspektive, das ist einfach nur schlimm. Und naja, was ist danach passiert? Danach hat eben die Hauptschule begonnen. Also ich bin danach in die Hauptschule Bruck an der Großglocknerstraße gegangen. Ich habe damals geglaubt, einen neuen Lebensabschnitt Abschnitt
beginnt. Naja, der erste Tag hat dann eben diesen Walter Köstler wieder hervorgebracht, dem ich davor schon einige Male begegnet war. Ich habe ihn damals nicht wiedererkannt. Du hast aber schon irgendwie eine Spannung gesehen oder gemerkt. Das hast du schon gemerkt. Und er hat mich am ersten Tag auch sofort hergeholt, ja, was da los ist und so. Und dass das jetzt anders ist in der Schule und alles. Also du hast schon erstens gewusst, dass der mich gekannt hat. Wobei natürlich du dann gesagt hast, naja, die reden halt, die Lehrer. Aber du hast da schon die Spannungen oder auch diesen Hass dann gespürt und wiederum, wo man auch sagen muss, oder wie konnte es sein, dass so jemand noch Lehrer ist, also sich vor Schülern stellen kann, was geschieht da? Und wie gesagt, in der Hauptschule Bruck hat es eben, er war sogar mein Klassenvorstand, das ist ja das Nächste, dass immer diese Täter, die versucht haben, mich zu töten, mich zu verletzen oder auch mich zu missbrauchen, dass die dann später als meine Lehrer wieder erscheinen, wieder Macht über mich haben. Und das ist eben, was die Sache nochmal hoffnungslos macht, wo man auch dann nicht weiß, wie man aus diesem Höllenstrudel noch irgendwie hinauskommen kann. Du hast ja niemanden, auf den du dich irgendwie verlassen kannst oder mit dem du reden kannst. Und in Bruck ist es dann auch eben in der Hauptschule Bruck an der Großglocknerstraße ist es dann auch dann zu Spannungen mit Schülern gekommen. Es hat in der Klasse oder es Schüler gegeben, die hatten Diabetes, also Typ 1 Diabetes, also für diejenigen, die das nicht wissen, was Typ 1 Diabetes bedeutet, ist einfach Diabetes, mit dem du geboren bist, deine Bauchspeicheldrüse kann Zucker nicht abbauen, das bedeutet, wenn du zu viel Zucker isst, bist du in Lebensgefahr. Nicht nur Zucker, es gibt andere Sachen, die Diabetiker nicht essen können und dürfen. Das sind Eier. Ich weiß nicht warum, aber Diabetiker dürfen keine Eier essen. Das führt sofort zu gesundheitlichen Problemen. Das zweite ist Reis. Diabetiker dürfen keinen Reis essen oder nur in geringen Mengen, das weiß ich auch nicht warum, also ich habe mich nie wirklich mit dieser Krankheit beschäftigt und das dritte ist eben glaube ich auch nicht für Cola oder auch nicht Zero Cola oder sonst dergleichen, weil die irgendwelche Inhaltsstoffe sind, also es gibt viele, viele Sachen, also generell es ist nicht nur Zucker, weil das hätte man ja geglaubt, Diabetiker dürfen eben kein Zucker essen und dergleichen. Aber es gibt viele Gerichte und auch nicht Brot, weil im Brot ist Hefe drin. Das weiß ich auch nicht warum. Aber Hefe führt auch zu gesundheitlichen Problemen bei Diabetikern. Deswegen dürfen Diabetiker auch kein normales Brot essen. Wegen Hefe. Also nur Hefe, freies Brot oder sonst dergleichen. Und das hat es damals noch nicht gegeben. Also dieses hefefreie Brot ist hat es damals noch nie gegeben oder vielleicht doch, aber das war irgendwie anders, ich weiß nicht. Wie gesagt, und ich habe eben da gerne Schokolade gegessen, das war so, das habe ich mir immer beibehalten oder generell gerne Süßigkeiten gegessen. Und das hat einigen Schülern, vor allem die Diabetes hatten, denen hat das übel aufgestoßen. Ja, das andere, das Süßigkeiten essen. Und auch dieser Walter Köstler und auch viele der Lehrer hatten Typ 1 Diabetes an der Hauptschule Bruck an der Großglocknerstraße. Wie gesagt, ich habe nicht gewusst, was Diabetes und dergleichen ist. Und ich habe da eben Spannungen mit einem Schüler gehabt. Das war Eder. Der mit dem Familiennamen Eder geheißen. Das war auch nicht wirklich sein wirklicher Name. Den hat er einfach nur so übernommen. Das war sein Familienname. Und er hat sich eben darüber auch naja, es war so eine Sache. Also er war neidisch. Das ist irgendwo auch verständlich. Vor allem als Jugendlicher und als
Kind willst du Süßigkeiten essen, du willst ja nichts in deinem Leben irgendwie missen. Und wenn du da jemanden siehst, der Süßigkeiten isst, das ist natürlich schwer, das zu ertragen. Der Punkt war aber so, ich war nicht der Einzige, der in der Klasse Süßigkeiten gegessen hat. Da waren ja andere auch, aber der hat sich in mir auf mich festgebissen, weil er eben ein Said war. Also auch diejenigen, die nicht wissen, was ein Said ist, Said sind die Nachfahren des Propheten Mohammed. Also der Prophet Mohammed hatte Nachfahren, vielleicht auch andere Propheten auch, aber bei den Nachfahren des Propheten Mohammed, die sind eben dokumentiert. Da gibt es natürlich auch sehr viele Fragen, sind es wirklich die Nachfahren des Propheten Mohammed, die heute leben, also die eben diesen Titel Said tragen. Also es gibt auch Sachen oder auch eine Sichtweise, die auch ich vertrete, dass eben die Nachfahren des Propheten Mohammed ausgestorben sind, denn also gleich nach dem Tod des Propheten oder einige Jahre nach dem Tod des Propheten Mohammed eine Schlacht gegeben in Karbala, dem heutigen Irak, wo sehr viele Nachfahren des Propheten Mohammed umgebracht worden waren. Damals. Es hat Streit um die Nachfolge gegeben, also wie dem auch sei. Also wir wollen da nicht unbedingt da ins Detail gehen, aber das ist doch eines dieser Sachen. Also es gibt Nachfahren des Propheten Mohammed. Und die sind im Islam, vor allem im Schia-Islam, sind die durchaus eine Macht. Oder das ist so, wenn man so will, der Islam, die islamische Aristokratie. Und dasselbe gibt es auch bei den Christen, nur ist da jetzt nicht die Nachfahren von Jesu, zumindest Jesus hat keine Nachfahren gehabt, aber die beziehen sich auf die ersten Täufer. Und also ich kenne mich da jetzt nicht genau aus. Ich weiß auch nicht, wie sich die Christlichen nennen. Die werden halt auf Türkisch werden die immer Menekşe genannt, also die Violetten. Das hat den Grund, weil eben diese Nachfahren oder diese ich weiß nicht, diese Nachfahren der Täufer, weil die eben mit dem Byzant Reich assoziiert werden, also die Nachfahren der byzantischen Aristokratie sind das irgendwie, also ich weiß da auch nicht so genau, was da läuft oder was da Sache ist, da gibt es wahrscheinlich auch viele Familien, wie dem auch sei, also diese Nachfahren der byzantischen Adel oder die Nachfahren des byzantischen Adels, die sind eben im Christentum eine Macht, eine Autorität, sowas. Für einige mag das jetzt alles lächerlich klingen, aber vor allem in Österreich und in Deutschland, das hat sehr wohl eine weitgehende Tragweite und eine Tragkraft dahingehend, dass innerhalb der Politik und auch der Wirtschaft und so, also sich diese Saids, also eben die Nachfahren des Propheten Mohammed und die Byzantier, die Menekşes, also ich weiß jetzt nicht den anderen Namen für die, eben die Nachfahren der Byzantier, dass die eine bedeutende Rolle spielen, also sehr viele Politiker gehören eines dieser beiden Gruppen an. Das ist im Westen, also da gibt es in Deutschland Olaf Scholz, ist ein Menekşe, ist ein Nachfahre der Byzantier. In den USA war ja Barack Obama war ein Said oder ist ein Said oder erhebt den Anspruch, ein Nachfahre des Propheten Mohammed zu sein und dergleichen. Also die spielen eine bedeutende Rolle im Islam. Nicht nur im Islam, aber auch außerhalb, also auch für christliche, in einer christlichen Gesellschaft. Das ist eben, wenn man so will, die Aristokratie, die sich immer noch irgendwie erhalten hat, obwohl wir eigentlich im Westen weitgehend die Aristokratie abgeschaffen haben, spielen diese Leute immer noch eine wesentliche Rolle. Und die spielen auch
Und die haben auch damals eine sehr bedeutende Rolle gespielt, damals in der Schule. Eben da ein Mitschüler, eben dieser Eder, der eben ein Seid war, den man gesagt hatte. Ja, und das sagt man sehr viel Seid, dass alle anderen Muslime denen untertan sind, also was eigentlich so nicht stimmt. Aber die haben sich das alles so fest gesetzt, ja, diese Seids, also, egal wo man die trifft, ob man die hier in der Türkei trifft oder in Europa, da ist immer so eine generelle Annahme, dass die Herr über alle anderen Muslime sind und dergleichen. Und die verhalten sich auch so, das stimmt erstens einmal so nicht. Aber nichtsdestotrotz hatte der eben sich auch eingebildet, also dieser Schüler, dieser Eder als Nachfahre des Propheten Mohammed, und auch hatte der sich eingebildet, dass er besser ist als ich, deswegen hat er sich auf mich fokussiert gehabt, also die anderen hat er ja in Ruhe gelassen, aber die Tatsache, dass ich der, von dem er geglaubt hat, dass ich sein Lakai sei, dass ich Schokolade essen kann, dass ich Süßes essen kann und er nicht. Das hat ihm übel aufgestoßen. Und dann ist er einmal hergekommen und hat gesagt, ja, dass ich eigentlich seine Hand küssen müsste. Ja, das ist auch wiederum diese Annahme von sehr vielen Seids, dass jeder Moslem deren Hände küssen müsse und denen Respekt zollen würde. Ja, Respekt, das ist schon richtig, muss man schon den Nachfahren des Propheten zollen. Aber wie gesagt, die sind meiner Meinung nach alle schon ausgestorben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, Respekt zollen macht man nicht, indem man sich da entwürdigt vor anderen. Aber wie dem auch sei, und da hat sich drauf irgendwie festgebissen. Ja, ich bin verpflichtet, weil seine Mutter, das war ja auch seine Mutter, hätte ihm gesagt, dass ich als Moslem seine Hand küssen müsse und dass das alles wütend wäre. Und ich habe mich einfach geweigert. Ich habe mich einfach geweigert und dann ist er eben zum Lehrer gegangen, zum Kößler, eben das war in der Klasse vor allen anderen, ja, die haben sich eben da hat halt eine Diskussion gegeben und alles, ja, wie das ist und warum ich nicht seine Hand küsse. Und da war eine andere Lehrerin auch, wo man diesem Jungen dann klar gemacht hat, dass man mich nicht zwingen kann, seine Hand zu küssen und dergleichen. Und der Junge ist dann hat sich dann in Tränen aufgelöst und hat da gesagt, ja, er isst immer Schokolade und er kann Süßes essen und ich kann nicht und das ist alles so unfair. Und das ist dann, ja, es hat dann das war dann eben in diesem Moment, wo ich mir dann wiederum nicht verstanden habe, was da wirklich Sache ist, aber was dann drauf geschehen ist, dass man mir eben das Essen verbieten wollte. Also der Kössler, der schaut mich wieder so an, hasserfüllt, sagt, ja, du isst von heute an hier keine Schokolade mehr. Also verboten ist Schokolade essen. Das ist wie wiederum gesagt, man muss das sagen. Also es gibt in der Klasse 25 Schüler. Von diesen 25 Schülern haben, glaube ich, schlussendlich 6 oder 7 Diabetes, eben Typ 1 Diabetes. Das macht immer noch 18 Schüler. Und von diesen 18 Schülern bin ich nicht der Einzige, der Süßes isst und der hin und wieder Schokolade isst. Also vor allem der Supermarkt, also generell, oder auch nicht nur Schokolade, der auch gerne Cola trinkt. Ich habe sehr gerne Cola getrunken. Und die wollten das verbieten. Und gesagt, na, du trinkst ja da hier keine Cola mehr. Und dann hat eben diese Lehrerin interveniert und gesagt, ja, warum? Wir können ihm doch nicht das Essen verbieten. Und wiederum, die wollten es nur mir verbieten. Und da hat man auch so gesehen, dass dieser Köstler wieder verbittert war, hasserfüllt war und auf mich herab so geblickt hat. Und dann ist eben dieser Junge zurückgegangen und da haben sich eben die anderen Mitschüler über ihn lustig gemacht. Ja, da schau her, ich esse auch vor die Süßes und die haben vor ihm dann Süßes gegessen, Schokolade gegessen und die haben sich über ihn lustig
gemacht und die haben ihn dann auch dann gefragt, was willst du jetzt? Willst du auch, dass wir deine Hand küssen, haben sie ihn so gefragt, weißt du, und da hat er so gesagt, nein, ihr seid ja auch keine Tschutschen. Also Tschutsch ist ja so ein Lakai, Tschutsch ist ein Wort auf Österreichisch, was sie bedeutet, so ein Lakai, so ein Untergebener, was man zu Lakaien sagt, oder was man geringschätzig und abschätzig meistens zu Migranten sagt, du Tschutsch und solche Sachen. Das ist eben das ist ein Schimpfwort, was man sagt. Und da habe ich dann auch zum ersten Mal gehört, also wie die mich wahrnehmen und sonst dergleichen. Und ich habe mich dann auch aufgeregt. Also ich habe ihn auch beschimpft, weil Tschutsch, ich habe ja gewusst, dass es ein Schimpfwort ist. Und da ist mir dann auch sofort der Köstler ins Wort gefallen, eben dieser Lehrer. Was ich da erlaube und was ich mir da erlaube, ihn zu beschimpfen. Also das war ja fast so wie meist Beleidigung. Also ich habe jetzt zu diesem Jungen dann Arschloch gesagt, nachdem er mir Tschutsch gesagt hat. Und das war für diese Leute fast so, also wie empört die alle waren, fast so, als ob das Majestätsbeleidigung war und dergleichen. Und es war da sehr viel Spannung. Und dieser Schüler, der hat das nicht locker gelassen. Der hat sich immer und immer wieder darüber aufgeregt. Und es hat dann dazu geführt, dass ich eben heimlich dann Süßes gegessen habe. Also es hat immer beim Supermarkt, wenn wir zum Mittag eben irgendwo hingegangen sind, essen, dann habe ich eben heimlich immer Süßes gekauft. Und das hast du heimlich essen müssen, in der Garderobe oder sonst dergleichen. Und das habe ich einige Zeit lang gemacht. Und dann, also ich esse da in der Garderobe alleine versteckt von anderen Süßes, weil irgendwie, ich wollte nicht irgendwie jedes Mal so in einen Streit verwickelt werden, weil das habe ich ja davor auch so gemerkt gehabt, weil du ziehst da immer den Kürzeren und wie ich auch so gemerkt habe, dass eben dieser Köstler, dass mein Klassenvorstand, dieser Walter Köstler, dass der so hasserfüllt ist, da willst du es ja auch nicht unbedingt darauf anlegen lassen. Und also ich war da eben, ich wollte eben vermeiden, jedwede Konfrontation vermeiden. Da habe ich mir gedacht, na, das ist jetzt nicht notwendig, du musst das nicht unbedingt machen, du kannst auch heimlich das Essen, Süßes essen. Vor allem im Winter kommt ja Süßes gut, vor allem durch die fehlende Sonne. Durch die fehlende Sonne haben Süßigkeiten oder verhelfen Süßigkeiten zu Glücksgefühlen und dergleichen. Also ich habe es halt gegessen damals. Und da esse ich eben in der Garderobe. Ich bin wieder alleine. Also ich habe generell da wenig Freunde gehabt. Ich habe dann später auch erfahren, dass dieser Lehrer, dieser Walter Köstler, gegen mich da auch irgendwie gestänkert hat, vor den Schülern auch gestänkert hat, dass ich so auch niemanden so wirklich mich mit jemanden oder auch mit irgendjemanden befreunden konnte und dergleichen. Also es hat da sehr viele wiederum dieser Versuch gegeben, mich zu isolieren, wiederum mich isolieren irgendwie und auch alleine zu lassen und dergleichen. Und ich esse da eben alleine und dann kommt wieder dieser Schüler daher, dieser Jeder, diesmal wieder, das ist so diesen arroganten Ton, weil er hat diesen arroganten Ton hat er so beibehalten, weil nach dieser Unterredung mit dem Klassenvorstand, mit dem Köstler, wo er ja de facto Recht bekommen hat, er hat mir sogar auch mal einmal seine Handfläche gegen den Mund gehalten, so, du musst das jetzt machen, jetzt hast du es gemacht, also der hat danach keine Ruhe gegeben. Da sind wir eben da in der Garderobe, ich esse alleine. Und da kommt er wieder daher mit seinem arroganten Ton, mit diesem
gefälligen Lächeln, also wie ich diesen Typen gehasst habe. Und sagt er, dass er mir jetzt erlaubt, wieder in der Klasse Schokolade zu essen. Ja, er erlaubt es mir wieder. Und wie er das so gesagt hat, ich habe zwar sofort, ich glaube, gesagt, ja, ich brauche nicht deine Erlaubnis, aber es war so, die Art und Weise, wie er dann gesagt hat, wie er das alles so gesagt hat, also das wiederum, als ob er so quasi über mein Leben her und richte es. Und das ist ja nicht das erste Mal, wo das dann geschieht, oder das wird nicht das letzte Mal sein, wo das da geschieht. Und auch später in Wien oder auch anderswo, diese Sets, die auch hier in der Türkei sich aufspielen, als ob sie Herr und Richter über mein Leben sein. Also das ist dieses widerwärtige Verhalten, das hört ja nicht auf. Und das hat dann auch schlussendlich zu so viel Hass dann von meiner Seite gegenüber diesen Sets geführt. Also für mich sind diese Sets, erstens einmal, wie gesagt, und ich werde es immer und immer wieder sagen, das sind nicht die Nachfahren des Propheten Mohammed, und zweitens, die sind einfach nur abartig, widerwärtig, diese Leute, wenn man nur bedenkt, was die alles machen, und zu dem werden wir auch kommen, was diese Familie eigentlich bedeutet und was für einen Schaden diese Familie in der Gesellschaft anrichtet und wie gefährlich diese Familie ist, und dass es eigentlich Ehrensache ist, dass man mit dieser Familie nichts zu tun hat. Aber ist es dann weitergegangen, also am gleichen Tag haben wir Werkunterricht, also das ist die Hauptschule in Bruck an der Großglocknerstraße, wir haben da Werkunterricht, und wieder während des Werkunterrichts wiederum geht dieser Junge an zum Stänkern, und dass er es mir jetzt erlaubt hätte, dass er mir jetzt erlauben würde, dass ich Schokolade esse, dass er mir erlauben würde. Und er spricht es so zu den anderen. Er sagt es so zu den anderen und dergleichen. Und da ist es schon wieder zu einer Handgreiflichkeiten gekommen. Also das war dann für mich, wo ich mal gesagt habe, jetzt ist es zu viel, was soll ich mir von diesem Jungen noch alles da gefallen lassen? Und es ist dann zu einer Handgreiflichkeit gekommen. Also ich habe ihn dann geschlagen. Und das war so, wie der reagiert hat, war das so, als ob er majestätsbeleidigend war, oder als ob das Majestätsbeleidigung sei, und wer ich sei, der sich da erlaubt, gegen ihn handgreiflich zu werden. Also es hat da sehr viel Spannungen gegeben. Und dass er sich das nicht alles gefallen lässt und dergleichen. Und zur gleichen, oder ich weiß nicht, zur genau, wie gesagt, also war das davor oder danach, hat es wieder einen Streit mit einem Mitschüler gegeben. Das war der Sohn von dem Mann, von dem Streitberger, der eben in der Volksschule in St. Georgen diese Filme gemacht hat, also diese Kinderpornos gemacht hat, dort die Kamera aufgezeichnet hat, mit der Kamera aufgezeichnet hat und eben sich als Polizist immer und immer wieder verkleidet hatte. Dieser Mann war dort und das war der Sohn, oder offiziell der Sohn von dem, und mit dem haben wir uns auch in die Haare bekommen einmal, ja. das war in der ersten Klasse. Also es hat eigentlich alles so angefangen, als ob wir das gegenseitig uns da über uns lustig machen und so Sachen, und er war der Meinung, dass er Judo kann, und ich habe da eben Taekwondo gekonnt. Also ich bin 4 Jahre meines Lebens Taekwondo gegangen, aber das war mehr schlecht als recht. Ich war da nie wirklich während ich das Training gehabt habe, war ich da nie wirklich so begeistert in dem Sport drinnen. Es war ja, mein Bruder war eben so dieser Van Damme, oder mein Adoptivbruder war eben dieser Jean
Claude Van Damme-Fan. Und meine Mama hat ihm da gesagt, ja, ich muss da auch mitgehen, das ist wichtig. Ich soll auch wissen, wie ich mich selbst verteidigen soll. Später hat mir Taekwondo, auch wenn ich während des Trainings nie wirklich oder nie gescheit mitgetan habe, später hat es mir doch sehr viel geholfen, vor allem in der Selbstverteidigung. Mein Leben habe ich dadurch sehr oft retten können, verteidigen können. Und wir haben eben da mit diesem Mitschüler, mit diesem Streitberger, haben wir uns eben gegenseitig so übereinander lustig so gemacht. Was ist besser, Judo oder Taekwondo? Und dann sind wir eben aneinander geraten. Das war eigentlich gar nicht so irgendwie gewaltvoll oder sonst dergleichen, nein, sondern wir wollten nur mal schauen, welche Sportart, Kampfsportart ist besser. Und ich habe ihn so gepackt und er ist eben so zu Boden gefallen. Er ist unglücklich zu Boden gefallen. Er ist dann sofort aufgestanden, hat zum Weinen angefangen und ist wieder aus der Klasse gegangen. Später hat es geheißen, er hat sich den, oder die Lehrer haben da gesagt, er hat sich den 6. Brustwirbel gebrochen. Später, Jahre später, habe ich erfahren, dass es alles eine Lüge war. Der hatte sich damals gar nichts gebrochen. Die haben das nur gesagt, wiederum dieser Köstler und alles, die haben das so gesagt, um wiederum irgendetwas gegen mich zu haben, um wiederum der Welt und jedem zu zeigen, dass man mich nicht am Leben lassen könne und dergleichen. Aber diese zwei Sachen haben dann zu Spannungen geführt. Also das war mit dem Eder und mit dem Streitberger und es waren noch einige Sachen noch mit den Lehrern. Das hat dann sehr viel zu Spannungen geführt. Und du hast dann auch so gesehen, dass dieser Walter Köster, der Klassenvorstand, der hat auch wieder die Hass erfüllt hat der so mit mir gesprochen oder ich kann mich dann vor einem Ereignis, kann ich mich erinnern, hat es da ein Gespräch mit ihm gegeben. Und das war eben dann über den Streitberger und über den Eder, was da geschehen ist. Und dort haben wir gesagt, egal was ist, also ich kann auf ihn nicht mehr zählen. Und wenn ich irgendwas von ihm brauche, ist es ihm egal. Also das hat er so gesagt, jetzt nicht in dem gleichen Tonort, aber solche Sachen hat er gesagt. Damals habe ich nicht verstanden, was ist, aber mehr und mehr später war es dann klar, dass die eben diese zwei Sachen, die da geschehen waren, als Anlass dafür verwenden wollten, wieder einen Angriff auf mein Leben zu starten. Und das ist dann auch geschehen, also dann später, das war, ich weiß nicht, wie viel später war das, ein oder zwei Wochen später, haben wir wieder Werkunterricht gehabt, weil die Werkstatt oder die Werkunterricht war immer im Erdgeschoss dieser alten Schule. Man muss doch sagen, dass die Brucker Hauptschule umgebaut worden war und zu der Zeit, wo eben das geschieht, das ist alles noch vor dem Umbau, also das ist noch alles anders, die Garderobe und alles ist da noch anders, also das ist alles noch vor dem Umbau. Später wurde sie umgebaut, die Hauptschule Bruck an der Großglocknerstraße, aber also diejenigen, die das alte Schule noch wissen, die wissen wahrscheinlich, was ich meine, eben, dass da der Werksaal war, wo der war und wo der Werkunterricht abgehalten worden ist, wo die Garderobe war und wo der Ausgang war. Also ich werde das jetzt ersparen, diese genaue Beschreibung. Man wird da eben anders sein. Aber wie gesagt, also das war alles noch vor dem Umbau, vor diesem großen Umbau, der vieles verändert hatte in der Hauptschule Bruck an der Großglocknerstraße. Mit dem Aussagen, wir haben Werkunterricht. Dieses Mal ist der Werklehrer nicht da. Also der Werklehrer war normalerweise war der Herr Baumann. Auch der hat eine falsche Identität gehabt. Also fast jeder Lehrer. Also ich bin mir da nicht mehr sicher, ob da auch nur irgendein Lehrer die richtige Identität gehabt hat oder wenn man so will, seinen richtigen Namen da verwendet hat. Aber dieser Baumann war da nicht da.
Und statt ihm war der Köstler, der Klassenvorstand, hat dann Unterricht gehoben und ich weiß nicht mehr so genau, wie der Unterricht dann angefangen hat, aber wiederum hat es da Spannung gegeben und der hat, mir ist vorgekommen, der Köstler, der lacht so hinterlistig oder behandelt mich so. Dann nach einer Weile, ich weiß nicht warum, gehe ich vor die Tür, also vor den Werksaal oder ich gehe aufs Klo, glaube ich, ja, weil das Klo war außerhalb des Werksaals, ja. Ich gehe, also du musstest den Werkunterricht, also den Werksaal verlassen und ins Klo gehen, das war außerhalb, eben vor dem Umbau im Erdgeschoss. Und ich gehe da aufs Klo und als ich aus dem Klo zurückkomme, dann ist dieser Mann dort, also wiederum dieser Mann, zu dem ich immer gesagt habe, das ist der Bruder vom Köstler, weil die sich so ähnlich ausgesehen haben, weil die einander im Gesicht so ähnlich gesehen haben. Und der steht dann vor mir, der sagt irgendwas Bedrohendes, ich weiß nicht mehr, was es ist. Und hinter ihm sehe ich den Köstler die Tür etwas vom Werksaal aufgemacht, schaut so raus, lacht. Der Köstler lacht, ich sehe, also mir ist der Weg versperrt, ich kann nicht mehr zurück in den Werksaal gehen, also mir ist der Weg versperrt, dieser Mann steht vor mir, dieser Bruder vom Köstler steht vor mir, hinter ihm sehe ich eben den Köstler herausschauen, schielen, hat den Kopf herausgesteckt aus der Tür, schaut mich an und den Mann lacht und macht dann die Tür zu. Und dieser Mann steht dann vor mir. Und ich weiß nicht mehr, er hat vielleicht irgendwas in der Hand gehabt oder sonst dergleichen, aber er kommt auf mich zu. Und ich habe da eben... Ja, ich habe da geglaubt, dass der mich angreift oder dass der mich verprügeln will oder wie er es davor auch so gemacht hat. Also dieser Mann, der hat mich ja damals in der Volksschule Högmoos einige Male misshandelt gehabt. Also ich habe mich zwar da nicht mehr erinnert, aber so wie der auf mich losgekommen ist und so wie diese ganze Situation gewirkt hat, hat es für mich durchaus so ausgesehen, dass ich da wieder misshandelt worden wäre. Und ich habe da eben mich dann verteidigt dagegen. Also es war da, das ist im Werksaal war, oder außerhalb dieses Werksaals, da war eben diese Halle. Und auf dieser Halle war eben so eine Bank. Diese Bank, die eben da bei der Garderobe war, also wo es so hinausgeht. Es war eine Bank, auf der die Schüler gesessen sind und auf den Lehrer gewartet haben, weil du durftest da in den Werksaal nicht alleine hineingehen wegen den ganzen Werkzeugen. Und du musstest immer da vorne außen warten und da war so eine Bank, so eine lange Bank. Und da sind die Schüler immer gesessen und haben auf den Lehrer gewartet. Und dieser Mann, der kommt so auf mich zu, es ist diese Bank und ich weiß nicht, in dem Moment ist mir einfach so der Gedanke gekommen, ja, wenn du dich jetzt umdrehst, der wird dich von hinten niederschlagen. So dieser Gedanke ist mir gekommen. Das war auch der Grund, warum ich nicht weggelaufen bin, weil ich mir gedacht habe, naja, der ist größer wie ich, der ist schneller wie ich, der wird mich wahrscheinlich einholen und mich zu Tode prügeln. Und dann eben, und das habe ich damals noch nicht gesehen, eben, dass das war auf der Treppe, standen da auch Lehrerinnen, also das war ja seine Familie, da war auch die Mars dabei, also diese Frau Mars, die mir eben Nadeln, die mir eben nur den Nadeln in die Fußsohle gestochen hat, oder mit der Nadel meine Füße zerstochen hatte. Auch sie stand dort, auch sie war dann in dieser Hauptschule, hat sich als meine Lehrerin ausgegeben und sie stand da eben im Erdgeschoss auf dieser Treppe und dann kommt dieser Mann eben auf mich zu und ich schlage ihm gegen das Schienbein, gegen seine Füße, er geht zu Boden und er
Er stützt sich mit seiner Hand ab, also er steht mit seinen beiden Händen, ist er am Boden, er ist auf seinen Knien mit beiden Händen auf dem Boden und sein Kopf ist eben sehr nahe an dieser Bank. Kannte. Die Bank war ja, die hatte sehr spitze Ecken, eine sehr spitze Ecke, vor allem beim Abschluss, also beim Ende. Und ich eben habe diese Möglichkeit genutzt und habe seinen Kopf mit voller Wucht, also mit einem Tritt seinen Kopf mit voller Wucht gegen diese Bankkante getreten. Das habe ich einige Male gemacht, also ich weiß nicht wie oft, aber er ist ohnmächtig geworden. Also wie gesagt, ich war damals, wenn man so wie 10, 11 Jahre alt, ich würde sagen 10 Jahre alt, und dieser Mann war 1,90 m, 2 Meter groß, fast doppelt so groß wie ich, und ich habe den geschafft, zu Boden zu ringen. Und das war bis zum heutigen Tag verteidige ich das. Also dieser Mann, der wollte mich angreifen, verprügeln, wie der das davor in der Volksschule auch gemacht hatte. Und der ist eben dann zu Boden gegangen, und das war dann eine Riesentragödie, weil auf der Treppe stand dann einige Lehrer, also da war eben, wie gesagt, die Frau Maas war da und andere Lehrerinnen waren da auch da. Die schauen sich alle irgendwie ähnlich, wobei ich dann daraus Schluss gefolgert hatte. Also die Musiklehrerin, die war auch da dabei, die Frau Grünwald, sie war auch dort. Und die haben sich alles, oder die schauen sich alle so ähnlich, wo ich dann nachher gesagt hatte, die sind irgendwie verwandt miteinander. Wahrscheinlich, ja, die sind auch verwandt miteinander. Aber danach war eben eine Riesentragödie. Da ist dann sofort der Kössler aus dem Werksaal herausgestürmt. Bin ich eben Richtung Garderobe gegangen, und dann sehe ich eben, als ich da in die Garderobe gehe, eben diese Frauen auf der Treppe, und die werfen alle Zeug auf mich. Da waren auch einige spitze Sachenzeuge, Küchengegenstände oder sonst dergleichen. Also, wobei ich auch wiederum sagen muss, da ist es wirklich darum gegangen, mich da wieder zu töten. Also, wie das alte Spiel bei der Volksschule in Högenmoos. Und ich gehe an ihnen vorbei und die bewerfen mich mit allerhand Zeug. Also, ich laufe dann in die Garderobe. Und diese Garderobe war ja so, die hat also Falltüren gehabt, und die konnte man von außen zusperren oder blockieren, und auch der Eingang, also aus der Garderobe hinaus, da hinausgehen, das war der Haupteingang damals, also vor dem Umbau, also wir reden hier noch alle vor dem Umbau, wo im Erdgeschoss eben dieser Ausgang war. Und die haben mich dann sofort in der Garderobe eingesperrt. Hat es dann geheißen, da kommt jetzt die Polizei, das ist genug, wir haben jetzt genug von dir, du Sau, und solche Sachen. Also ich weiß nicht so genau, was die gesagt haben, aber man hat so gehört, die sind wütend, und die haben mich da eingesperrt in der Garderobe. Und ich habe mich da eben angezogen, und zu meinem Glück, und das wird mir da wirklich das Leben retten, hatte ich an dem Tag Bergschuhe an. Bin ich mit Bergschuhen in die Schule gekommen, also es war Herbst, glaube ich. Und diese Bergschuhe, die hatte mir damals meine Mama gekauft gehabt. Also meinem Bruder und mir hatte sie Bergschuhe gekauft gehabt. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Das war einfach so eine Art Winterstiefel. Als so eine Art Winterstiefel haben wir die angezogen. Und diese Bergschuhe, die hatten eine harte Spitze. Aber generell, das waren feste Schuhe, und die hatten, glaube ich, eine Stahlkappenspitze, und das war eben der Schlüssel, und die hatten eine harte Sohle. Und diese harte Sohle, die hat mir eigentlich, glaube ich, das Leben gerettet. Und ich ziehe ihm die Bergschuhe an. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also kommt jetzt die
eine Polizei oder nur. Dann nach einer Weile geht die Tür in die Garderobe auf, also dort, wo man in die Garderobe hineinkommt, vom Haupteingang, vom Erdgeschoss oder von einem der Eingänge vom Erdgeschoss, geht die Tür auf und es kommt der Polizist hinein. Das ist dieser Scherntaner, das ist dieser Polizist, der davor schon bei der Volksschule in St. Georgen war, dort, da, als ich mit Ding übergossen worden war, mit Benzin übergossen worden war und dort in diesem Feld neben der Schule aufwache, da ist auch dieser Mann, also ich weiß nicht, wie er wirklich heißt, aber auf seiner Uniform stand immer Scherntaner. Später habe ich erfahren, dass das auch nicht sein wirklicher Name ist. Also der kommt herein mit in der Polizeiuniform und sagt mir, was da los ist. Also ich weiß dann wiederum nicht genau, was da vorgefallen ist oder sonst dergleichen, aber oder was er sagt oder sonst dergleichen. Aber ich weiß nur, er führt mich ab. Ja, wir gehen so aus der Garderobe. Ich habe mich angezogen. Er hält mich so fest oder sonst dergleichen und er beschimpft mich die ganze Zeit. Also Er beschimpft mich da, ich weiß nicht mehr so genau, hat er mich geschlagen oder hat er mich an den Haaren gezogen. Also wir kommen so raus aus der Garderobe, da im Erdgeschoss und da stehen einige Leute. Also und da ist eben einer dieser Leute, ist eben dieser Walter Eigner, das war eben eines dieser Männer. Und ich glaube, der zweite war auch dort, der Gerold Stadlober, der war auch dort, aber ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, das sind die Menschen, die sich mir später als unter diesen Namen vorgestellt haben. Und eben den ich sehe, ist eben dieser Walter Eigner, der da vor mir steht, der eben Sex mit der Eva Lechner hatte, der Geschlechtsverkehr mit ihr hatte. Und der steht mir gegenüber, der ist wütend und eben dieser Polizist, dieser Scherntaner, der glaube ich, der hält mich an den Haaren oder sonst dergleichen, also der will mich dort verprügeln und ich kann mich befreien und da helfen mir eben die Bergschuhe sehr gut, weil und ich trete ihm gegen die Beine, gegen den einmal, zweimal, er geht zu Boden und dann trete ich ihm einige Mal ins Gesicht. Also so schaffe ich dann den Scherntaner zu Boden zu schlagen und dann kommt eben dieser Walter Eigner. Auch der versucht mich dann festzuhalten und auch ihn schaffe ich es mit Hilfe der Bergschuhe zu Boden zu schlagen. Und er hat ein Messer und das ist dort, wo mich eben diese Bergschuhe dann gerettet haben. Er hat ein Messer und er hebt das Messer auf und irgendwie ist es dazu gekommen, dass das Messer an der Schuhsohle stecken geblieben ist. Also er wollte auf mich zustechen, er ist am Boden gewesen, dieser Walter Eigner, und er wollte auf mich zustechen und dann hat er eben, habe ich mich irgendwie da beschützt oder zurückgewichen und da ist er, hat er eben auf die Bergschuhe getroffen, die Schuhsohle getroffen. Also ich war nicht verletzt, das Messer ist an der Schuhsohle stecken geblieben. Also diese Bergschuhe haben mir das Leben da gerettet, weil ansonsten wäre es problematisch geworden. Wie gesagt, also ich war damals 10 Jahre alt, ich hatte damals schon einige Vorkenntnisse in Taekwondo, ich konnte mich da schon verteidigen und ich habe ihn dann auch einige Male dann noch getreten, diesen Walter Eigner, gegen das Knie und dergleichen. Also er ist dann, glaube ich, ohnmächtig geworden. Und damals habe ich, glaube ich, auch die Eva Lechner gesehen. Auch sie war dort. Und ich glaube auch, die Maria Volker war dort. Also diese zwei Frauen waren dort. Aber ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher. Ich weiß nur, dass die Eva Lechner ein
ein Kind im Arm gehalten hat. Das war ein Mädchen. Und das Mädchen hat mir die Hand entgegengestreckt, die kleine Hand entgegengestreckt. Ich habe sie genommen und bin dann weggegangen, weil ich habe irgendwie so gewusst, das ist sehr gefährlich dort und dort bleiben geht nicht. Und eben beim Heimweg, ich bin eben schnell nach Hause gegangen und eben so gesagt, also wie ich nach Hause gegangen bin, da wurde ich auch mit dem Auto gejagt und da sind auch Leute mir nachgefahren. Ja, deswegen weiß ich nicht so genau, ob das eine Mal war, wo ich eben da gejagt worden bin mit dem Auto, ob das in der Hauptschule war oder in der Volksschule. Also da überlappen sich die Erinnerungen. Aber ich weiß eben, dass ich da sofort nach Hause gelaufen bin. Also ich bin da sofort zur Bushaltestelle gelaufen, da beim Lukas Hansl. Das ist ein berühmtes Hotel. Ist ein berühmtes Hotel, Wintertourismus. Und ich bin dort sofort hingelaufen. Und eben beim Heimweg hat es doch auch einige Sachen gegeben. Und da weiß ich auch nicht, ist es am selben Tag geschehen oder später erst geschehen, da werde ich auch später darüber erzählen, aber ich bin dann sofort nach Hause gefahren. Zu meinem Glück habe ich nicht lange auf den Bus warten müssen. Der Bus ist gekommen, ich bin nach Hause gegangen und auf dem Weg nach Hause, eben wie ich da ausgestanden bin, hat mich dann wieder ein Auto gestoppt. Das war diesmal eine Frau. Das war auf dem Weg, das war eine Frau und ich habe ihr Gesicht nicht klar gesehen, aber ich glaube, später war das meine Biologielehrerin. Auch die hat in der Handelsschule die Biologielehrerin und ich glaube, sie wollte mich da verletzen. Also das ist die Bushaltestelle in Hauser Dorf, wo du eben da hinaufgehen musst bis zu meiner Wohnung, Hausweg 4. Und die hat sich da mir gegenübergestellt mit ihrem Auto, mit Citroën. Also ich bin mir nicht sicher, wer das war. Aber es war, glaube ich, die Frau Schietz war das. Auch sie hat einen falschen Namen verwendet. Und sie ist da mir gegenübergestanden mit dem Messer. Oder ich weiß nicht, ob sie bewaffnet war oder nicht. Es ist schwierig, aber sie hat mich attackiert, hat mich versucht, mit dem Auto zu überfahren. Und ich habe eben mich da verteidigt gegen sie. Sie ist aus dem Auto auch hinausgestiegen. Und das Auto war dann mitten auf dem Weg. Und ich habe sie niedergeschlagen. Und dadurch, dass das Auto mitten auf dem Weg war, konnte das nachfolgende Auto nicht vorbeikommen, was mir dann die Zeit gegeben hat, was mir die notwendige Zeit gegeben hat, um eben da hinaufzulaufen. Also es war ja am Land dort, wo ich da gewohnt habe, das war sehr ein schmaler Weg. Das war ein kleines Dorf, Hauser Dorf, so hat es geheißen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so heißt, aber Hauser Dorf eben, es war ein kleines Dorf mit einem schmalen Weg und da war es nicht möglich, wenn ein Auto mitten im Weg steht, dass du da vorbeikommst. Und das hat mir die nötige Zeit gegeben, um mein Leben zu laufen. Und da auch wiederum, da sind mir die Leute nachgefahren. Der eine wollte mich überfahren mit dem Auto. Und dann auch, wie ich nach Hause gekommen bin, eben wollte man mich eben dort vor der Haustür noch umbringen und dergleichen. Also es kann auch da sein, dass das mit der Eva Lechner geschehen ist. Und auch diese Sache, also das hat sehr viel für Unmut gesorgt und auch sehr viel Hass heraufbeschworen dort damals. Und ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, wie ich das alles überlebt habe. Also, und es sollte auch wiederum nicht das letzte Mal sein, wo eben diese Leute versuchen, mich umzubringen. Das hat einige Male geschieht das und es sehr oft geschieht das. Und traurigerweise hat man dem nie ein Ende machen können. Ja. Die waren sehr gut organisiert dahingehend, dass sie eben die Öffentlichkeit
Wirklichkeit von dem Fernhalten konnten.